lieben Herren, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, habe ich noch eine persönliche Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ich feiere heute, kann man sagen, mein 30-jähriges Bühnenjubiläum auf verschiedenen Bühnen und davon 17 Jahre bei der Pika da Frösch. Im Jahre 2000 habe ich den Antrag unterschrieben, und zwar am 11.11., wie sich das gehört. Ich bin halt Karnevalist, bin seit 17 Jahren aktiv hier tätig und ich habe heute Mittag noch nachgeschaut, seit 14 Jahren bin ich euer Sitzungspräsident und ich bedanke mich mal bei euch, dass ihr es so lange mit mir ausgehalten habt. In diesen 17 Jahren habe ich die Frösche kennen und lieben gelernt. Sie sind für mich wie eine Familie, also die Froschfamilie. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass halt der große Teil meiner Familie auch da ist, meine Mutter, meine Kinder, dass sie heute zu diesem besonderen Ereignis auch präsent sind. In den 17 Jahren habe ich viel bewegt hier in Pickert und es wird Zeit, dass man sich verändert. Ja, es wird Zeit. Man muss sich im Leben verändern. Es kann nicht sein, dass man immer nur einen Weg geht. 30 Jahre Karneval, 17 Jahre bei der Pika da Frösch. Ich habe 2005 habe ich angefangen, einen Auslandsbesuch zu machen und bin nach Thailand gegangen. Ja, habe dort das Land kennengelernt, die Menschen. Habe mich in das Land verliebt. Habe dann mehrere Jahre das Land wiederum besucht. Habe, ja, Kontakte geknüpft, moderne Brieffreundschaften, sage ich, übers Internet. Habe versucht, mit der thailändischen Kultur ein bisschen näher zu kommen. Und habe da auch eine Dame kennengelernt. Einfach nur freundschaftlich. Wir haben uns zum Geburtstag gratuliert oder zu Weihnachten. Nie getroffen, nie gesehen, einfach nur geschrieben. Und dann 2014, da wohnte sie in England, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal besuchen. Dieser Besuch hatte ungeahnte Folgen. 300 später war sie schon hier. Aber jetzt nach der Kappensitzung. Weil vorher hätte ich keine Zeit gehabt. Und seitdem ist sie hier, hat sich total hier eingelebt. Sie führt eine super tolle Thai-Massage. Ich habe ein tolles Thai-Massage-Studio mit thailändischen Box-Sachen. Das heißt, wir haben uns wie einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben so viele gemeinsame Ziele. Wir wollen auch später in Thailand leben, das haben wir alle schon vor. Ja, sie ist dann hier auch bei Pika da Frösch gern gesehen, ist ein Teil der Froschfamilie. Das freut mich sehr, heute hat sie auch das erste Mal bei der Bibel alle. Ja, wir haben hier heute eine super tolle Kappensitze gemacht mit unserer Froschfamilie, mit meiner Familie. Und da ist es mir ein ganz großer Wunsch, heute die Leute zu fragen, you want to marry me?
Kannst du noch oder soll ich nach vorne kommen? Ich warte. Sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Teil dieser Frosch-Familie. Seit 17 Jahren sind wir ein gemeinsamer Teil. Die Nock ist jetzt seit 2 Jahren mit dabei und ist ein ganz, ganz toller Frosch. Wir haben sie direkt lieb gewonnen vom ersten Tag. Thomas, als Erster möchte ich die Gelegenheit ergreifen, euch beiden zu gratulieren. Ich habe was Kleines vorbereitet. Man muss dazu sagen, es war streng geheim. Das wusste nämlich niemand. Man nimmt mal die Lok. Ich wünsche euch alles, alles Gute! So, ihr Lieben, trotzdem müssen wir das Programm zu Ende bringen. Ich möchte Danke sagen an das super tolle Publikum. Den Rest besprechen wir nachher, was wir hier noch weiter planen. Ich komme hier an der Theke besprechen. Aber erstmal möchten wir uns bedanken bei dem Publikum. Ihr wart ein super tolles Publikum und die Frösche sagen euch jetzt mal schön mit einem Applaus. Dankeschön! Da weiß man, warum man das ganze Jahr trainiert, warum man hier auf der Bühne solche gute Shows abzieht. Und ich denke, es hat euch gefallen. So. Dann möchte ich Danke sagen auch an die vielen fleißigen Helfer, die dafür sorgen, dass wir hier so eine tolle Show machen können. An die Leute, die hier den ganzen Saal bauen, die Bühne bauen und morgen wieder abbauen. Da lade ich euch recht herzlich dazu ein. 10 Uhr morgen früh. Sind wir hier alle in der Halle, dann helfen wir gemeinsam. Dann geht's schneller, oder? Dankeschön an Paul, der wieder diese ganze Sitzung gefilmt hat und der irgendwann Interesse hat, die CD zu kaufen. Sobald sie fertig ist, machen wir einen Rundbrief und dann kann jeder nochmal sich das eine oder andere auf dieser Sitzung ansehen. Matthias, toll gemacht. Nicht nur, weil er mein Stellvertreter ist, wenn ich einige Bühnenauftritte mache, der Vize Siebrecht, tolle Tontechnik und der Entschluss, was ich heute hier gemacht habe, das war Anfang Dezember, habe ich ihn zur Seite genommen und ich habe gesagt, 30 Jahre Bühnenjubiläum, da muss was passieren, wenn ich mich verändere. Und er hat dich gehalten, er hat eine super tolle Show für dich gemacht. Matthias, im Fernsehen könntest du es nicht besser machen. Ich danke dir. Dann, Conny. Hat dafür gesorgt mit dem Team, dass wir genug zu essen haben. Wenn nicht, es ist noch was da, könnt ihr euch noch versorgen. Danke an das Team, am Büffel, Biosch, super, der Beischläfer. Danke an mich bei der Erika, Bühnenmeisterin, die mir jedes Jahr den Rücken frei hält. Das machen wir jetzt auch schon 14 Jahre zusammen, Erika. Vielen, vielen Dank. 14 Jahre Bühnenmeisterin. So kann ich jedes Mal unbeschwert in die Sitzung gehen, weil sie die meiste Vorarbeit macht. Ich muss halt nur noch das Programm verkaufen. Jedenfalls Dankeschön. Natürlich auch Danke an meinen Helferrat,
hat heute wieder eine tolle Sache gemacht. Wir waren erstmal vollzählig, bin ich happy drüber. Es hat heute alles gepasst. Vielen, vielen Dank an alle.